damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu 54 Stadtgespräch, einem neuen Format, das Sie in Zukunft vielleicht ein bisschen häufiger bei uns sehen werden. Herzlich willkommen also zu dieser kleinen Premiere. Stadtgespräch, das bedeutet, wir greifen Themen auf, die in der Stadt im Moment kontrovers, intensiv diskutiert werden und wo wir der Meinung sind, da ist noch nicht alles zu gesagt, sondern da kann man auch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und kriegt vielleicht noch die ein oder andere Info aus erster Hand ein bisschen verständlicher und kann das etwas aufarbeiten. Das ist unser Ziel und das passt sehr gut zu unserem ersten Thema in dieser Reihe, nämlich zum Theater Trier. Und da haben wir ganz freundlicherweise heute bei uns zu Gast den Generalintendanten Dr. Karl Sibelius. Herzlich willkommen, Herr Sibelius. Hallo und danke für die Einladung. Ja, ich habe gerade gesagt, das Thema ist Theater. Wenn man teilweise die Presse in letzter Zeit verfolgen konnte, hat man eher das Gefühl, das Thema ist gar nicht Theater, sondern das Thema sind Sie geworden. Ist das so ein bisschen Ihre Wahrnehmung, dass auf Ihre Person ganz viel im Moment einbricht? Ja, also man ist natürlich als Intendant in der Gesamtverantwortung, man steht auch im Fokus, im Mittelpunkt und man muss ja das, was hier auf der Bühne gezeigt wird und hinter den Brettern, die die Welt bedeuten, passiert, ja auch wirklich verantworten und dafür gerade stehen. Deshalb verstehe ich das schon, ja. Die Kritik, die in Teilen der Medien kam, das muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Es gibt da gemäßigte Kritik, inhaltliche Kritik. Es gibt auch sehr harsche Kritik, gerade in einem Online-Magazin. Wie sehr berührt einen das als Menschen? Ich meine, wenn man so eine Rolle übernimmt, weiß man, da gibt es Menschen, die finden einen gut, die finden einen schlecht. Ich glaube auch nicht, dass Sie jemand sind, der da sehr ängstlich vorgeht, sondern der zu dem steht, was er tut. Aber trotzdem gibt es so einen Punkt, an dem man abends zu Hause sitzt und sagt, bah, also das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, da ist es mir jetzt echt zu viel gerade. Naja, es gibt so natürlich Situationen, aber eigentlich hinterfragt man sich in dem Beruf jeden Tag selbst. Ja? Also man stellt sich jeden Tag die Frage, was macht man falsch, was könnte man besser machen. Man hat natürlich eine Familie, die einen auffängt, man hat aber auch die Mitarbeiter, die einen auffangen. Ich habe 260 Mitarbeiter und ein Großteil dieser Mitarbeiter stärkt mir absolut den Rücken. Vielleicht darf ich auch gleich vorausschicken, dass auch der Kulturausschuss und die finanzpolitischen Sprecher gerade jetzt am Samstag bei einem Workshop, der seit langem geplant war, über die Finanzen des Theaters mir also zu 100% bis 2020 den Rücken stärkt, wenn nicht jetzt gerade was ganz Schreckliches passiert, das weiß man auch nicht. Es ist keine einfache Situation. Ja, das habe ich aber gewusst. Ich stelle mich dieser Situation, ich berate mich mit meinen Mitarbeitern, mit meinem engsten Team und ja, da muss man einfach durch. Dafür ist man auch, macht man auch so einen verantwortungsvollen Job. Es gibt ja jetzt, wie gesagt, diese veröffentlichte Meinung zum Teil. Glauben Sie, dass die sich deckt mit den Kontroversen, die es über das Theater in der Öffentlichkeit gibt? Das ist immer ein bisschen so dieser Unterschied, veröffentlichte Meinung und öffentliche Meinung. Haben Sie das so intensiv wahrgenommen? Kommen Menschen auf Sie zu und äußern die gleiche Kritik? Oder ist das was, was so ein bisschen ein eigener Kosmos ist, was in den Medien dann passiert? Das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die positiv sind, ja, die einen auch bestärken. Aber natürlich muss man davon ausgehen, wie viel Prozent der Menschen gehen ins Theater. Wir haben im Jahr ungefähr 110.000 Zuseher, wir haben 1.800 Abonnenten und der Rest macht sich ein eigenes Bild über die Medien. Und da ist natürlich diese ganze Internetgeschichte, das ist ein Schneeballeffekt und da kann man sich auch sehr schlecht wehren. Und ich verstehe dann teilweise auch die Leute, die denken, oh mein Gott, was ist denn da los oder was ist denn das für ein Tyrann, was ist das für ein Selbstdarsteller, wo sie mich vielleicht nie gesehen haben auf der Bühne oder in der Zeitung. Das hinterfragt man schon. Allerdings habe ich ja mir ein Ziel gesetzt, ja, man hat sich Meilensteine gesetzt. Und die muss man auch erfüllen und das geht nicht so schnell. Also man kann ein Theater, das ja schon vor meinem Antritt auf der roten Liste der bedrohten, der schließungsbedrohten Güter war, ja nicht innerhalb von 5 Monaten oder 6 Monaten so verändern, ja, dass man da sagt, es ist jetzt alles rosa und Sonne, Wolken, Kuckucksheim. Das braucht eine ganz, ganz lange Phase der Orientierung. Also das heißt, ich muss ja mal zuhören, ich muss also hören, lernen, ja, und dann führen und verändern. Und wir sind jetzt gerade mal in der ersten Phase, in der Zuhören-Phase, ja, und also da brauche ich einfach auch ein bisschen Zeit und bitte auch um die Zeit und die gibt mir die Politik zum Glück. Würden Sie es so bewerten, dass man sagen kann, so ein Theater wie das in Trier hat nur eine Zukunft, wenn man radikal rangeht, wenn man Dinge radikal verändert und so ein bisschen das Risiko in Kauf nimmt, top oder top am Ende? Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht? Nein.
Also das Wort radikal hat für mich in der Kunst eine Bedeutung, ja, also Radix, zurück zur Wurzel, zurück zum Ursprung. Da können wir vielleicht noch später drauf eingehen. Aber mein Führungsstil ist ja nicht so anders wie der anderer Intendanten. Mhm. Das Problem hier ist, dass wahnsinnig viel nach außen geht im Moment, weil das Interesse, also es sind so viele Ohren, die irgendwie einen Skandal wittern wollen. Wir haben nicht mehr und nicht weniger Veränderungen wie an vielen anderen Häusern. Ja? Und, das heißt, die Landschaft verändert sich? Ja, es ist ja auch im Theater, vielleicht war das hier die letzten 10 Jahre, hat diese Kultur der Veränderung im Theater weniger stattgefunden, das will ich jetzt gar nicht werten. Und bei uns findet viel Veränderung statt, weil ich das Theater Trier natürlich schon als ein Sprungbretttheater positionieren möchte. Und vielleicht muss man da über Kommunikation einfach auch mal dem Publikum vermitteln oder den Menschen in der Stadt vermitteln, dass Veränderung grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Ja, obwohl, ja. Man hat den Eindruck, es gibt so eine Empörungskultur, gerade auch in der Stadt. Also man hört ja immer wieder davon, dass bei gewissen Stücken Menschen den Saal verlassen haben. Jetzt können Sie sagen, das gehört dazu. Die Zuschauerzahlen insgesamt waren rückläufig. Wie man diese Zahlen genau interpretiert, sei jetzt nochmal dann dahingestellt. Aber eine Zahl, die mich überrascht hat, in dem Zusammenhang war, dass die Abonnementzahlen im Prinzip ja gar nicht sich großartig verändert haben. Das heißt, kann man davon ausgehen, dass die treuen Zuschauer im Theater gar nicht diejenigen sind, die ein Problem mit diesem Kurswechsel haben? Oder wer ist das, die dieses Problem haben letzten Endes? Das gilt es zu analysieren. Also was mir zum Beispiel wirklich leid tut, ist, dass gerade die älteren Menschen, die ins Theater gehen, ja, glauben, dass ich die nicht im Theater haben möchte. Und ich habe nicht umsonst jetzt im Casino am Kornmarkt so einen Soloabend gespielt. Und danach gibt es immer eine Diskussion, wo sich die Leute also austauschen können und ihre Kritik anbringen können. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Leute total offen sind, ja, dass sie nur aufgeklärt werden wollen, dass sie Informationen wollen. Ja. Und da kann man auch sagen, schauen Sie mal, Sie sitzen jetzt in einem total unterhaltsamen Abend. Also das Theater Trier ist eben nicht nur Skandal. Ja. Ich muss aber zugeben, wir haben gewisse Abos in dieser Spielzeit gehabt, die haben echt so Stücke erwischt, wo man sagt, naja, die haben jetzt echt die harte Schiene erwischt. Und da heißt es abzuwägen, ja, nachzudenken, wie bauen wir die Abos auf, welche Stücke bieten wir den Abos an. Also das nehmen wir ernst, das werden wir auch verändern, ja, und hier auch vielschichtiger arbeiten, dass die Leute jetzt da auch mehr Theater zu sehen bekommen, also auch mehr Abwechslung, verschiedene Sichtweisen. Da können wir lernen und da haben wir sehr, sehr viel Feedback von den Menschen bekommen, dass wir auch ernst nehmen. Das heißt so ein bisschen Zielgruppentheater auch, also zu sagen, ja, also die Erwartbarkeit, ich muss wissen, was ich bekomme, wenn ich da hingehe im Grundprinzip. Bekomme ich ein klassisches Theaterstück, bekomme ich was Experimentelles, bekomme ich etwas, was neu denkt? Das kann man im Vorfeld ja nie sagen. Ja, die Regisseure haben ja eine große Freiheit, das ist auch wichtig und auch meine Spartenleiter haben eine große Freiheit. Aber was ich natürlich wahrnehmen muss, ist den Gesamtüberblick. Ja, also es kann jetzt nicht sein, ich sage mal überspitzt formuliert, dass in 3 Stücken die Bühne leer ist und alle nackt rumrennen. Ja? Und da muss man steuern, da muss man reden, da muss man eine Kommunikation anfangen, weil die Regisseure kommen ja alle von außen. Ja? Und die wollen natürlich hier das zeigen, was sie, ja, und wenn das das Gleiche ist, wie gerade der Regisseur, der es vorher gemacht hat, muss man reden und die Leute zusammenbringen. Ich finde das ein ganz spannender Blickwinkel, weil in der Öffentlichkeit hat man den Eindruck, Sie sind derjenige, der diese Skandale sucht, der diese Zuspitzung sucht. Und jetzt habe ich eher so den Eindruck, wenn Sie das sagen, Sie sind eigentlich derjenige, der sagt, ja, ich bin dafür verantwortlich, das so auszugleichen, dass es am Schluss in ein stimmiges Gesamtbild passt. Fühlen Sie sich da auch falsch wahrgenommen? Ja, ich meine, das hat auch mit Verantwortung zu tun. Ja, natürlich, wenn es einen Skandal gibt, muss der Intendant den Kopf herhalten. Das ist einfach so. Aber ich bin der Letzte, der sagt, so, jetzt zeigen wir mal den Trierern, wie richtig das Theater geht, jetzt schockieren wir die mal. Allerdings stelle ich mir manchmal schon die Frage, wenn ich mir so im Fernsehen die Sachen ansehe, ja, also was ist ein Skandal? Also ich finde diese Soap-Operas und diese Ich schlag dich, bis du nicht mehr aufstehen kannst, Dokumentations-Soaps, also viel, viel schrecklicher als das Theater. Ja? Und das Theater ist ja nicht nur ein Spiegel der Realität. Ein Theater ist ja auch eine der wenigen Plattformen, wo wir einfach uns auch noch sozialisieren können, wo wir diskutieren können. Ja? Also das muss man auch wahrnehmen. Würden Sie trotzdem sagen, dass auf dieser künstlerischen Seite in der ersten Spielzeit auch Dinge falsch gelaufen sind, dass Sie gesagt haben, da hätte man vielleicht ein bisschen anders die Menschen mitnehmen müssen, vielleicht anders daran gehen? Oder hat es das so gebraucht, wie es gelaufen ist? Das ist schwierig so zu beantworten. Ich finde, wir haben eine tolle Spielzeit hingelegt.
Viele Leute haben vielleicht im Vorfeld eine andere Erwartungshaltung gehabt. Die haben einen Riesenfehler gemacht mit Fidelio. Das hätte man einfach anders nennen sollen. Ja? Ich fand das eine sehr, sehr gute Produktion mit Abstrichen. Ja? Das habe ich auch mit dem Regisseur dann diskutiert. Dann gibt es die Frage, reißt er jetzt ab oder halte ich meinen Kopf hin? Und dann sagt man, okay, nee, wir führen das jetzt zu Ende. Und im Endeffekt war es auch die einzige Produktion in Rheinland-Pfalz, die zum Theatertreffen nominiert worden ist. Das muss man auch mal sagen. Allerdings der Titel. Ja? Wenn ich Fidelio höre, da hätte man sagen müssen, okay, ich nenne es vielleicht Leonore, ein Musiktheaterprojekt, sehr frei nach Beethoven. Deshalb machen wir nächstes Jahr, einen Ring nach Wagner. Wir nennen es aber gar nicht der Ring der Nibelungen, sondern der Ring Baby Baby Balla Balla. Ja? Keine Sorge, das ist die einzige wirklich schräge Musiktheaterproduktion. Wir spielen sehr viele andere schöne Sachen, Hänsel und Gretel, Sommernachtstraum, Idomeneo von Mozart. Aber wenn man so ein spezielles Projekt macht, muss man das einfach anders ankündigen. Weil die Leute, das haben wir auch gemerkt, die Überschrift lesen, den Titel lesen, aber vielleicht nicht die paar Zeilen unterhalb. Und wenn es nur fünf sind, ja, wo das dann auch erklärt werden würde. Ja, wir haben Fehler gemacht, aber wir haben auch ganz, ganz tolles Theater gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Rückmeldungen aus der Theaterwelt, sehr viel Anfragen von Regisseuren, von Schauspielern. Und das ist, also wir haben das Theater als Stätte der Kultur hier sehr, sehr etabliert. Aber wir müssen bei den Menschen hier ankommen, ja, und auch in der Region. Und wir müssen wissen, dass 40% der Besucher des Theaters aus dem ländlichen Umkreis kommen, ja. Also wir haben Großherzogin von Gerolstein gespielt, wir spielen nächstes Jahr im Weißen Rössel, wir spielen viel Musical. Man muss vielleicht auch im Vorfeld, sollte man sich einfach auch ein bisschen informieren, was könnte mir gefallen. Man kann uns anrufen, ja, wir können die Leute beraten, was könnte passen und so, ja. Also von daher vor allem die Informationspolitik und ein bisschen die Breite im Programm auf dieser Ebene noch mal mehr zu streuen. Ja, absolut. Insofern, das sind so ein bisschen die Lehren, sage ich jetzt mal, aus der ersten Spielzeit, die Sie aber insgesamt mit der sehr, sehr zufrieden sind. Ja. Das ist ja jetzt der eine Teil, dieser künstlerische Teil, der wurde am Anfang, glaube ich, mit Sorge manchmal betrachtet. Oh Gott, was passiert jetzt da? Dann hatte man den Eindruck, ja, die Stimmen darüber, die gehen ein bisschen zurück. Also da, es gibt Menschen, denen gefällt es nicht, die entwischen vielleicht eine Produktion, die nicht zu ihrem eigenen Gusto passt. Diese Diskussion schien so ein bisschen leise zu werden. Und ausgerechnet dann kommt, wie Kai aus der Kiste, jetzt so eine extreme Diskussion um Ihre Person. Da geht es darum, dass man Ihnen vorwirft, führungsschwach zu sein. Da geht es darum, dass man Ihnen vorwirft, hinsichtlich Arbeitsverhältnissen unfair gehandelt zu haben, falsch gehandelt zu haben. Würden Sie sagen, dass das durchaus die größere Schwierigkeit in Ihrem Job oder für Ihre Person entsprechend an dieser Stelle ist, dieser Verwaltungsapparat, der dahinter steht, diese Personalverantwortung, diese Dinge? Ist das das Schwierigere? Das ist eigentlich das viel Interessantere für mich, weil Kunst habe ich viele, viele Jahre lang gemacht. Man hat 260 Mitarbeiter, man lernt jeden einzeln kennen. Ich habe im Moment gerade das 60. Mitarbeitergespräch gehabt und natürlich geht man da ganz anders raus. Ja? Also meine Wahrnehmung ist eine ganz andere und die von meinem Team. Wenn wir Abmahnungen machen oder wenn wir fristlos kündigen, und ich sage bewusst wir, weil das ist nie die alleinige Entscheidung des Intendanten, das ist abgesprochen mit dem Leitungsteam, da wird gehört, da wird vorher gesprochen, auch mit der betroffenen Person. Das macht man nie leichtfertig. Ja? Das Problem ist, dass solche Sachen völlig unreflektiert nach außen kommuniziert werden. Ja? Ich natürlich aus Datenschutzgründen niemals sagen werde, warum. Und deshalb ist man da eigentlich sehr, sehr ausgeliefert. Ja? Ich kann nur sagen, dass wir überhaupt niemanden, der davon betroffen war, also leichtfertig solche Abmahnungen gegeben haben oder fristlose Kündigungen. Das ist eine ganz, ganz große Geschichte, dass wir uns da mehrmals auch beraten haben, auch rechtsberaten haben lassen und natürlich auch immer in Kommunikation mit der Stadt, mit dem Personalrat. Jedes Theater hat solche Geschichten. Es gab auch bei Weber Abmahnungen und Kündigungen, nur wurde das eben nicht so groß kommuniziert. Hat die Stadt da manchmal zu sehr auf die Bremse getreten bei sowas? Dann versucht, irgendwie eine Einigung zu finden, damit das Ganze so ein bisschen ruhig bleibt und damit vielleicht das Problem sogar verschärft? Nein, die haben das sehr professionell gemacht. Also gerade die Personalabteilung in der Stadt funktioniert da sehr, sehr gut. Die wägt ab, das ist ihr gutes Recht. Und natürlich bin auch ich gezwungen, nachzudenken, noch einmal die Hand zu reichen und bei Null anzufangen, über gewisse Katastrophen hinwegzusehen und zu sagen, okay, du kriegst jetzt eine Abmahnung, aber wir fangen bei Null an. Ja?
Das sind Sachen, die man natürlich in meiner Position sehr gut abwägen muss, weil auch hier bin ich am Schluss der, der den Kopf hinhalten muss. Und das kriegt man natürlich dann auch, im Moment kriege ich das halt sehr, sehr stark zu spüren. Aber ich stelle mir vor, ich glaube, jeder, der eine Leitungsfunktion in seinem Leben schon mal getreten ist und zum ersten Mal Personalgespräche führen musste, zum ersten Mal Menschen abmahnen, kündigen musste, das ist eine Sache, die man, glaube ich, auch lernen muss. Oder würden Sie sagen, ach nee, das liegt mir schon im Blut, das ist okay, das kann ich? Oder Nein. Da macht man doch Fehler, ganz automatisch natürlich, am Anfang. Natürlich macht man Fehler, aber ich bin ja nicht in der ersten Leitungsposition. Ich habe auch ein anderes Theater geleitet, das zwar nicht groß war, und ich habe natürlich jahrelang inszeniert, jahrelang Projekte geleitet, da hat man ja auch ständig mit Menschen zu tun. Aber, und das ist ja das Wunderbare am Theater, wir haben mit ganz verschiedenen Menschen zu tun, ja, die natürlich ihre Seele noch viel mehr nach außen kehren, wie in jedem anderen Betrieb. Ja. Und wenn wir auf der einen Seite die Verwaltung haben, also Amt 46, Theater Trier, und auf der anderen Seite die Kunst und die Kultur, es geht ganz, ganz schwer zusammen. Ja. Und natürlich lernt man Management-Theorien und man lernt das und das. Ja. Aber im Grunde ist der Mensch, der dir gegenüber sitzt, der ist doch derjenige, den es betrifft. Und gewisse Theorien, Praktika, gewisse, mein Gott, was habe ich, Workshops gemacht und Studien, weiß Gott was, die funktionieren in dem Bereich. Aber im Theater sind die Gesetze nun mal anders. Ja. Und ich weiß nur, dass, ich wundere mich selber immer, ich gehe trotzdem jeden Tag mit einer Riesenfreude in dieses Haus, weil ich einfach fantastische Mitarbeiter habe. Ja. Und das ist das, was mir die Kraft gibt. Ja. Wenn man einfach sagt, der Chor kommt zu einem und sagt, sie haben noch nie so viel Spaß bei der Produktion gehabt. Also so, es gibt so viele Rückmeldungen, die mir Kraft geben. Viele Leute trauen sich auch nicht positive Rückmeldungen zu geben. Und ja, aber ich sehe natürlich die Sachen auch kritisch. Haben Sie eh schon angesprochen. Natürlich hinterfrage ich mich, natürlich hinterfrage ich auch gewisse Handlungen und Akzente, die ich gesetzt habe. Und das wird weitergehen, egal ob man jetzt Erfolg hat oder nicht. Das ist auch Teil der Arbeit. Ja. Bleiben wir mal noch ganz kurz bei Ihren Mitarbeitern. Man unterstellt Ihnen in der Presse da ja auch, oder das heißt Ihnen, aber letzten Endes dem Haus, dass es da eine gewisse Spaltung gibt, dass es da ein Lager von Gegnern gibt, dass das Schauspielensemble sich benachteiligt fühlt gegenüber dem musikalischen Teil. Ist das der Fall? Gibt es sowas? Es gibt... Vielleicht darf ich vorausschicken, ich habe lauter Leute geholt, die ich nicht gekannt habe vorher. Ich habe gedacht, wenn wir verrücken wollen, dann muss auch ich verrücken. Ich hole nicht mein altes Team, ich lasse mir nicht den Vorwurf machen, dass ich jetzt Leute hole, mit denen ich seit 15 Jahren zusammengearbeitet habe. Da gibt es ja auch ein Beispiel, dieser Satz, ja, Eggenfelden hat er in Schutt und Asche verlassen, ja, und mein Nachfolger, der muss das jetzt, gibt ein wunderschönes Statement von meinem Nachfolger, der genau erläutert, dass wir eben sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben und warum wir diese Strategie gefahren haben und dass ich nicht eine Million überzogen habe, sondern 80.000 Euro. Ja, das ist ein falscher, kleiner Unterschied, ja. Falscher Wikipedia-Eintrag, den ich nicht löschen kann, weil ich da keinen Zugriff habe. Okay. Lager gibt es immer. Nur die Leute, die zufrieden sind, gehen kaum an die Presse und schreiben einen Leserbrief. Und es sind wenige Leute, die nicht zufrieden sind, die aber auch nicht die Größe haben, mir das ins Gesicht zu sagen. Ja? Weil wenn man mir sagt, Herr Sibelius, ich fand dieses Stück eine Katastrophe. Ja. Mir hat es nicht gefallen. Dann frage ich erst, haben Sie es gesehen? Und wenn er es gesehen hat und wir in den Dialog gehen können, dann kann ich mit Kritik super umgehen. Aber wie sollen wir mit Kritik umgehen, wenn vor dir das Smiley ist und hinter dir wird man, wie man auf Österreich sagt, das Hakel ins Kreuz kaut? Also da verlange ich auch Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit, weil nur so können wir die Sachen ändern. Also ist das ja auch so ein bisschen wichtig. Das Gefühl, mancher vielleicht, der ist angeschossen? Und jetzt kann ich da auch mal noch meinen Senf dazugeben? Ja, viele wählen halt einfach einen Weg an mir vorbei. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, direkt in die Stadt ja, oder direkt zu Personen, wo sie glauben, die haben, da können den Intendanten unter Druck setzen. Aber auch da ist es so, dass die Politik da total vernünftig reagiert und sagt, der Herr Sibelius ist der Ansprechpartner und da höre ich dann selten was davon. Ja. Also mein Gefühl ist wirklich, es gibt immer ein paar Leute, die das nicht gut finden. Theater ist auch ein recht impulsives Geschäft, ne? Absolut. Ja, wir arbeiten ja mit Emotionen. Wir arbeiten ja mit Lachen, mit Weinen, mit Freude, mit Schmerz, mit Trauer, mit extremen Situationen. Das ist unser Geschäft. Und das kann man auch nicht eindämmen. Ja? Und natürlich bin ich vielleicht ein Intendant, der, ich frage mich zwar immer, warum, meine Tochter hat mich auch schon gefragt, Papa, warum stehst du so viel in der Zeitung? Ja, du bist doch gar nicht so böse. Aber das geht einem doch wirklich nah dann, oder? Das geht einem schon nah, aber da muss man dann einfach auch sagen, Ella, es ist auch nicht alles, was da drin steht, ist wahr. Ja.
jetzt, wenn wir mal ein bisschen rüberschwenken den Blick, wir haben ja jetzt über diese Personalvorwürfe gesprochen, dann gibt es immer noch was relativ Handfestes. Und das sind am Schluss immer Zahlen. Mhm. Ja. Und auch diese Zahlen sind ja jetzt nochmal so in den Raum geworfen worden, dass man gesagt hat für 2015, bewusst für das Geschäftsjahr 2015, das dem Kalenderjahr entspricht, nicht der Spielzeit, gibt es ein Defizit von knapp 1 Million Euro, ja, heißt es. Das hat viele schockiert. Da werden Bilder gezeichnet, in denen man sagt, Triers Teil ist Entschuldungsfonds, das ist eine freiwillige Ausgabe. Trier darf solche Gelder in diesen Summen nicht überschreiten, nicht auszahlen. Ist das ein aktuelles großes Problem? Finden da viele politische Gespräche statt? Oder ist das auch alles viel heißer gekocht, als es gegessen wird gerade? Also wenn Sie in der Zeitung lesen, Sibelius überzieht 1 Million Euro. Und Jesus Christ kostet 275.000 Euro. Ja, natürlich erschrecke ich da als Leser, ja, weil ich ja die ganzen Zusammenhänge nicht kenne. Und weil ich nicht weiß, dass eine andere Produktion vielleicht vor 3 Jahren West Side Story 400.000 Euro gekostet hat. Ja, weil man da alles in einen Topf wirft. Das aufzuspalten und das zu analysieren, das würde jetzt hier, glaube ich, die Sendezeit überschreiten. Allerdings, was wir machen, ja, mit den kulturpolitischen Sprechern auf Workshop-Basis, ja, das war auch am Samstag, ja, das war jetzt keine Krisensitzung, diesen Workshop habe ich gemeinsam mit dem Herrn Nöhl vorgeschlagen, dass wir einfach mal den kulturpolitischen... Der war auch schon länger geplant. Vorschlagen oder einfach mal auch illustrieren, wie funktioniert die Budgetierung an einem Haus, ja, was sind unsere Probleme, ja, was sind unsere, wie können wir in die Zukunft gehen? Wir wissen, dass es nicht mehr Geld geben wird. Das müssen wir akzeptieren. Natürlich kämpfe ich drum und ist auch meine Aufgabe. Und jetzt suchen wir nach einer Lösung. Wie können wir mit den Mitteln, die immer weniger werden, in die Zukunft gehen? Da kann man sagen, okay, das Geld muss mehr werden. Ja? Oder wir versuchen hier an unserer Struktur noch was zu verändern. Und da gibt es ja ganz viele Studien, die sagen, das Theater Trier kann eigentlich gar nicht mehr sparen. Ja? Also das habe jetzt nicht ich erfunden. Ja? Und da können Sie den Nobelpreisträger in Ökonomie und Wirtschaft hier ersetzen, das Theater Trier wird es auch nicht schaffen. Der Dukatenesel wird vielleicht noch helfen. Alles. Wir können nur kommunizieren und miteinander reden. Und ganz wichtig ist, ich verstehe, wenn Abonnenten schreiben, ich bleibe nicht mehr hier, das ist nicht mehr mein Theater. Ja? Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die da sagen, ich gehe wegen Ihnen, Sie Selbstdarsteller, passiert ja auch. Ja? Weil Sie eigentlich, gut, natürlich bestrafen Sie auch mich, aber Sie bestrafen eigentlich auch das Theater, weil wir brauchen jeden einzelnen Besucher. Ja? Und das ist wichtig, also auch dieses Zeichen der Solidarität, damit wir da auch in eine gesicherte Zukunft kommen. Wir haben einen guten Abonnentenstamm, ja, wir haben viele Zuschauer. 1500? Ja, 1500, aber wir haben natürlich schon das Ziel, dass wir die Zuschauerzahlen erhöhen, aber auch das dauert einfach eine gewisse Zeit. Dieser Einbruch von diesen 20%, da wurde auch gegengerechnet, dass das in etwa 500.000 entsprechen könnte an fehlenden Eintrittsgeldern. Sei jetzt mal dahingestellt, ob diese Zahl insgesamt stimmt. Das klingt nach sehr viel, diese 20%. Auch für einen Intendantenwechsel. Ja, es ist, die Zahl war ja mit in der Spielzeit. Wie gesagt, ich bin erst seit ein paar Monaten da. Wir haben das Märchen viel weniger gespielt. Das Märchen ist immer so die Cash-Cow, ja, also von den Zuschauern her. Normalerweise wurde das 40 Mal gespielt. Wir haben es nur 25 Mal gespielt, weil das Orchester dabei war. Das heißt, da ist es sehr schwer, das sehr oft anzusetzen. Und das werden wir nächstes Jahr ändern. Wir werden das sind dann auch mal wieder ein paar tausend Zuseher. Aber ich will da gar nichts beschönigen. Also wir müssen da natürlich ran, wir müssen das verändern. Wir haben allerdings jetzt noch eine große Produktion, wo hoffentlich sehr viele Zuschauer kommen werden. Jesus Christ Superstar, das ist noch gar nicht in den Zahlen drin. Allerdings muss man auch wissen, selbst wenn wir jetzt ständig ausverkauft wären, ja, ändert das an der Einnahmensituation, am Deckungsbeitrag, ja, der Folgespielzeit bei 12% lag, dann hätten wir einen Deckungsbeitrag von 14%. Also so viel macht das nicht aus. Das große Problem an der Finanzierung des Theater Trier ist, dass wir nur mehr 1,3 Millionen Euro haben, mit denen wir Kunst machen können. Die restlichen 13, 14 Millionen Euro sind alle verplant in Fixkosten, Miete, Strom, Gas. Ja? Das ist alles, das kann ich nicht mehr beeinflussen. Und diese 1,3 Millionen Euro waren bei mir, bei meinem Amtsantritt, waren die 1,5. Und die werden immer weniger und immer weniger. Und 2019 wird es bei null sein. Und da muss man sagen, okay, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Und ich habe Handlungsoptionen aufgezeigt, jetzt bei der letzten Kulturausschusssitzung mit den finanzpolitischen Sprechern, wo ich einfach sage, ich will für dieses Ensembletheater kämpfen, ich will für dieses Stadttheater kämpfen, aber ihr müsst mir die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam schauen, wo ist Veränderung sinnvoll und möglich. Ja?
Und wo können wir eventuell noch Förderungen bekommen? Wir haben zum Beispiel als eines von 13 Theatern in Deutschland eine Doppelpassförderung bekommen für ein Kulturprojekt hier in Trier mit der freien Szene, 150.000 Euro. Wo können wir noch Gelder lukrieren? Also das ist aber auch sehr, sehr viel Dialog. Und deshalb, glaube ich, haben die Menschen, die sich mit uns unterhalten, auch dieses Vertrauen zu mir und zum Theater. Ja, weil im Dialog ja sehr viel aufgeklärt werden kann. Das heißt aber, diese eine Million, diese Zahl steht natürlich letzten Endes und die steht natürlich dann auch für sich. Muss man davon ausgehen, dass es im nächsten, also im jetzigen laufenden Geschäftsjahr eine ähnliche Zahl geben wird, die am Schluss für Wirbel sorgt? Weil unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ja, das ist nachvollziehbar, wie das zustande kommt, steht am Schluss diese Zahl, die natürlich für ein Problem sorgt. Ne? Also jetzt zu 2015 kann ich wirklich sagen, ich bin nicht das ganze Jahr da gewesen. Vier Monate? Ja, genau. Ich war 4 Monate da. Und 2016 haben wir budgetiert oder geplant, ja schon bei Beginn meiner Intendanz. Da bin ich von einem anderen Budget ausgegangen. Also 2016 wird noch ein schwieriges Jahr, muss man ehrlich sagen. Allerdings ist es normal üblich, dass jedes Theater bei einem Intendantenwechsel ein Übergangsbudget bekommt, ein Sonderbudget, das haben wir nicht gekriegt. Ja? Dann haben wir noch Machbarkeitsstudien, das Theater soll saniert werden. Also das kostet alles Geld, das wird alles auch aus unserem Topf bezahlt. Und vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, natürlich gibt es ein Controlling-System bei uns am Theater. Ja? Man hat Ihnen ja vorgeworfen, es ist alles die gleiche Quelle, aus denen diese Vorwürfe jetzt immer kommen. Insofern bin ich auch vorsichtig, diese Vorwürfe jetzt zu artikulieren. Aber auch da hat man gesagt, dass Sie im Prinzip unkontrolliert von Seiten der Stadt agieren könnten. Alle Verträge werden doppelt unterschrieben. Ich gehe mit jeder Ausgabe, die wir tätigen, es gibt eine Mittelbindungsnummer, alles wird doppelt bis dreifach unterzeichnet. Ich habe eine fantastische Mitarbeiterin im Bereich Finanzen, die immer mich warnt, wenn die roten Glocken läuten. Das war bis jetzt nicht der Fall, weil wir eben sehr viel Personal nicht bekommen haben, das wir brauchen für so einen Betrieb. Und das pendelt sich jetzt ein und wir werden für 2017 einen sehr, sehr schönen Spielplan vorlegen, wo wir das Budget dann einhalten werden können. Und so planen wir jetzt bis 2020. Was werden denn in der neuen Spielzeit so die Highlights werden? Also um auch nochmal auf diese künstlerische Seite zu kommen, Jesus Christ Superstar, haben Sie ja schon gesagt. Genau, das machen wir jetzt noch in der Spielzeit, im Juli, im Walzwerk. Und dann in der nächsten Spielzeit haben wir natürlich wieder alle Sparten stark vertreten. Und da spürt man auch, dass wir doch ein bisschen auch auf die Menschen hier gehört haben. Wir machen Faust im Schauspiel zum Beispiel, wir machen Amphitryon von Heinrich von Kleist. Wir haben natürlich wieder eine Komödie, da kommt jetzt bei uns noch Benson Schöller, auch nächstes Jahr kommt ein tolles Stück. Ernst ist das Leben, Bunbury von Oscar Wilde. Es gibt einen Steppenwolf von Hesse im Großen Haus, gemeinsam mit dem Grand Theater in Luxemburg. Das ist die erste Schauspielproduktion, die wir gemeinsam mit dem Grand Theater machen. Und das ist auch eine Auszeichnung, wo die Premiere dort rauskommt. Wir haben ganz viele tolle Kooperationen in der Oper Sommernachtstraum als Eröffnung von Britten, Hänsel und Gretel von Humperdinck, Idomeneo von Mozart, eben dieses Ringprojekt. Dann eine Tango-Oper, Maria de Buenos Aires, die wir im Casino am Kornmarkt spielen. Das Casino am Kornmarkt wird so unsere Spielstätte für musikalisches Unterhaltungstheater. Und wenn man das abkürzt, musikalisches Unterhaltungstheater, ergibt sich Mut. Und dort wollen wir einfach diese Musicals, die man vielleicht so traditionell sieht, oder die Opern doch ein bisschen neu aufmischen. Was könnte die Überschrift sein für diese Spielzeit? Wir haben ja im Gegensatz zu unserem Vorgänger-Intendanten kein Motto pro Spielzeit. Also ich glaube, verrückt euch reicht mal für 5 Jahre. Aber wir haben natürlich schon ein Thema, das ist das Thema, dass wir in eine Generation der Angst kommen. Ja? Also diese Angst wird ja immer mehr kultiviert, alles wird hysterisiert. Aber mein Thema für nächste Spielzeit ist wirklich, also mein persönliches, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Ursprüngen des Theaters, zum Miteinanderspielen, auch ein bisschen weg von dieser Performance-Ästhetik, dass man da eine gesunde Mischung findet. Back to the Roots konnte man ja auch, Sie haben das ja dann gezeichnet und man hatte den Eindruck, es wurde wieder falsch interpretiert, es wurde wieder so, ja gut, das hat Ihnen nicht gefallen, jetzt machen wir eben das Klassische wieder so ein bisschen. Ja. Sind das so diese Wortglaubereien? Ist das unheimlich schwierig? Also, ja, aber also, ich glaube, wenn man das hören will, auch jetzt bei dem Interview, kann man ganz viel hören, dass man wieder umlegen kann. Also wir wollen tolles Theater machen, wir wollen Theater für die Region machen, das mit überragender regionaler Ausstrahlung arbeitet. Wir wollen niemandem was Böses, aber natürlich
können wir uns jetzt nicht reinschleimen und irgendwie auf Biegen und Brechen, also nur irgendwie welche Erwartungshaltungen erfüllen. Man kann einen Erfolg nie planen. Ich habe ein Stück gemacht in Linz, das hatte dort einen Riesenerfolg. Dann habe ich es an einem anderen Theater gemacht, war ein Mega-Flop. Es war das gleiche Stück, es waren die gleichen Schauspieler, es war die gleiche Inszenierung. Menschen ticken anders, es gibt eine andere Energie und da brauchen wir Zeit, um das zu fühlen und zu spüren. Aber wir alle an diesem Haus sind sensibel genug, um diese Schwingungen aufzunehmen. Das haben wir schon mal gesagt, dass ein Großteil dieser großen Kritik, die aber natürlich sich verbreitet hat, eben aus einer Richtung kam. Das ist im Übrigen ja auch noch jemand gewesen, redaktionell, der eine Zeit lang sogar bei Ihnen am Theater war, im Pressebereich. Auch das natürlich eine Besonderheit letzten Endes. Aber das war das eine. Und jetzt diese Geschichte mit Art but Fair, das ist ja nochmal eine andere Qualität. Also dass das quasi aus den eigenen Reihen dann, ohne dass man jetzt quasi vor Ort ist, da jetzt groß sich mit beschäftigen konnte, eine doch sehr, sehr heftige Kritik geübt wurde. Ne? Ja, ich habe eine Gegendarstellung auch schreiben lassen und der Kulturdezernent ja auch zugestimmt hat, die er also auch befürwortet hat. Natürlich Art but Fair, die entnehmen das natürlich auch aus den Medien. Und natürlich wenden sich gewisse Künstler dann auch an diese Organisation. Man muss aber auch sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Art but Fair, könnte auch genauso gut sagen, Verwaltung but Fair. Ja, also was ist das für eine Organisation? Ich schätze die sehr. Und ich bin als einer von vier Intendanten im gesamten deutschen Sprachraum dieser Organisation beigetreten. Auch das sagt ja schon was. Warum treten 140 Intendanten nicht dieser Organisation bei? Man ist ausgeliefert, ja, und natürlich muss man Künstler schützen und wir haben bei uns alleine vom Gagengefüge und von den Verträgen her, wir sind immer 100 bis 200 Euro über den Mindestgage. Wir engagieren die Leute immer 2 Jahre, wir bezahlen Männer und Frauen gleich gut, Herkunft, sexuelle Orientierung spielt alles keine Rolle. Und was dann in den Medien ankommt, ist das Gegenteil. Ist das Gegenteil und da kann man sich wehren oder auch nicht wehren. Ich meine, ich kann ja jetzt bei Art but Fair, kann ich ja hinschreiben, wie lieb und nett ich bin. Ich meine, das stimmt alles auch nicht. Ja. Also wie geht man mit sowas um? Ignorieren, Gegendarstellung, ist alles nicht so einfach. Aber das ist natürlich die Krux mit den neuen Medien. Da verbreitet sich ganz viel, ganz, ganz schnell. Also wenn jetzt irgendjemand behaupten würde, Karl Sibelius heiratet und wird Vater, glaubt das morgen auch die halbe Welt. So ist es einfach. Dann kommen wir noch zu einem dieser Themen nochmal, jetzt bevor wir so ein bisschen abschließend das Ganze behandeln. Und das ist das Thema, um das wir nicht herumkommen, das ist die rote Wand. Ich werfe das einfach mal in den Ring rein und überlasse Ihnen mal was dazu zu sagen. Wie wird ein Spielplan gestaltet? Man diskutiert, man sitzt in einer Runde zusammen und wir haben im Walzwerk nächstes Jahr wahrscheinlich eine kleine Spielstätte, die wir für wenig Geld anmieten, sehr kurzfristig, also auch hier keine größenwahnsinnigen Pläne des Intendanten, sondern man mietet sich einen kleinen Spielort an, weil uns die Trivo unter Peter Adrian da ein sehr, sehr faires Angebot gemacht hat und wir eine andere Probenbühne auflösen können. Ja, also und aus dem Geld bezahlen wir dann die Miete für dieses Walzwerk, eine Spielstätte für 100 Leute. Und dort haben wir ein gewisses Thema. Das Thema hat einfach mit gesellschaftspolitischen Umständen zu tun, auch mit Angst, ja, also wo wir einfach auch gewisse Sachen zeigen wollen, die die Gesellschaft hier betreffen. Und mein Schauspieldirektor hatte eben den Vorschlag, dass wir eben mit der roten Wand die Medien und gesellschaftlichen Reaktionen auf den Fall Tanja Graef thematisieren. Also die Metaebene letzten Endes nicht. Ja, ich hatte da am Anfang Bauchweh. Und habe dann gesagt, habe das auch mit meinen Leuten besprochen und auch beim Kulturausschuss mal angetippt. So war die Reaktion und habe gespürt, ui, das kann schwierig werden. Habe dann aber den in Frage kommenden Autor, Lothar Kittstein, der in Trier geboren ist und jetzt in Bonn als Dramaturg arbeitet, und den Fischer Verlag angerufen. Und Lothar Kittstein hat sich ja schon in einem Stück mit Hannelore Kohl beschäftigt. Dieses Stück habe ich gelesen, ist ein ganz, ganz tolles Stück, wo Hannelore Kohl nicht mal vorkommt, auch der Name nicht. Und der Lothar Kittstein hat mir versichert, dass es eben nicht um den Fall Tanja Graef geht, sondern um genau die Reaktionen, ja, die dieser Fall ausgelöst hat. Hat mir das sehr, sehr plausibel erklärt. Und ich persönlich habe dann mit dem Fischer Verlag die Rechte abgeklärt. Wie sieht es aus? Darf er sich mit so einem Thema beschäftigen? Rein rechtlich wäre das alles in Ordnung. Habe mich dann noch einmal mit Ulf, mit dem Schauspieldirektor zusammengesetzt und haben uns die Frage gestellt, sind wir in der Verantwortung, die Mutter einzubeziehen, oder wird das Stück so abstrakt, auf so einer anderen Ebene, dass wir das nicht machen müssen? Oder spielen wir das Stück überhaupt nicht? Das ist alles im Raum. Dann geht es aber auch um Dinge, wo man sagt, gerade im Bereich Schauspiel, Sie haben das angedeutet, gibt es Spannungen.
reicht man dem Schauspieldirektor oder der Abteilung die Hand und ermöglicht so ein Stück. Auch das hat bei mir mitgespielt. Das Verhältnis war oder ist schwierig, glaube ich, schwierig, kann man sagen. Ist schwierig, ist schwierig. Und auch da habe ich gedacht, man geht auf einen Schritt zu auf den Menschen und auf seine Vorschläge. Er hat ja einen tollen Spielplan nächstes Jahr zusammengestellt. Und da hätte sich das auch gut eingefügt. Und er hat dann eben gesagt, er wird die Mutter kontaktieren. Und dann habe ich gesagt, dann bitte aber bis zum Ende und wirklich auch die Konsequenzen ziehen, wenn die Mutter Nein sagt. Die ganze restliche Geschichte kennen Sie. Ich möchte aber auch hier sagen, dass ich mich im Nachhinein, nachdem ich eben erfahren habe, dass die Aussage von Ulf Reutschner so nicht verifizierbar ist, entschuldigt habe. Ich habe die Mutter angerufen, ich habe den Rechtsanwalt angerufen, ich trage hier auch die Verantwortung. Wir haben das Stück sofort abgesetzt. Und natürlich jetzt im Nachhinein kann man sagen, hätte ich persönlich mit der Mutter sprechen sollen, welche Wege hätte ich gehen sollen. Da räume ich mir auch einen Fehler ein. Allerdings fragt man sich dann auch, wie weit geht das Vertrauen, wenn man Spartenleiter hat. Ja, das ist so eine Gratwanderung. Und da bin ich halt noch am Abwägen. Mir tut diese Geschichte sehr, sehr leid. Und was wir natürlich auch nicht ahnen konnten, wie tief diese Wunde hier in Trier sitzt. Wir sind ja alle neu hergekommen. Es gibt Mitarbeiter, die länger da sind, die eigentlich nur so geschaut haben. Und da muss man sagen, das nächste Mal einfach noch mehr absichern. Ja. Ein sehr ehrliches Statement, auf jeden Fall. Und auch sehr nachvollziehbar. Ich will jetzt nicht, das ist ein persönliches Gespräch, was Sie mit der Mutter geführt haben, aber letzten Endes... Entschuldigung, ich habe ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Okay. Ich habe mich da entschuldigt. Die Mutter hat nicht abgehoben, was ich auch verstehe. Ich habe ihr angeboten, dass sie mich zurückruft. Ich möchte auch gerne einen Schlussstrich machen, weil ich glaube, das ist dann auch genug. Ja. Okay, gut. Okay, dann einfach jetzt mal so mit ein bisschen mehr Entspannung nochmal im Gespräch und im Gefühl, so diese Zusammenfassung nochmal. Sie sind jetzt eine geraume Zeit hier in Trier, auch ja ganz persönlich nochmal ein Umzug gewesen, ein Wechsel in eine andere Region. Wie fühlen Sie sich jetzt so nach dieser Zeit mit diesen Geschehnissen? Was hat Sie überrascht positiv? Was hat Sie negativ enttäuscht? Wie ist die Gefühlswelt jetzt so? Also ich finde es eine tolle Stadt. Ich finde, dass die Menschen viel, viel weiter und offener sind, als viele andere behaupten. Allerdings gibt es schon auch Sachen, wo ich mir denke, boah, also das ist jetzt schon heftig. Ja? Also so offene Briefe, ohne dass man irgendwie monatelang gesprochen hat miteinander, also nur auf Gerüchtebasis. Dann auch natürlich gewisse Statements in den Zeitungen. Das ist nicht einfach. Natürlich denkt man auch manchmal am Abend danach, gehe ich jetzt, ja, werfe ich alles hin. Wenn man dann auch noch fast kriminalisiert wird, ja, dann sage ich mir, nee. Also bei aller Liebe, wir kämpfen hier mit Herzblut, mit viel Leidenschaft, manchmal vielleicht mit zu viel Leidenschaft, ja, mit viel Energie für ein Theater. Und da kann es doch nicht sein, dass sowas einen dann also zum Scheitern bringt. Also da gilt ein bisschen die Devise, wir schaffen das, so Bob der Baumeister-mäßig. Ja. Ich hätte jetzt an Angela Merkel gedacht. Da ja, ist aber es auch Bob nicht so. Der Baumeister wollen wir das schaffen. Ich wollte es nicht die Merkel zitieren. Und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass wir das schaffen. Allerdings brauchen wir da schon auch Rückhalt. Ich habe den im Moment und ich hoffe, dass ich den noch viele Jahre, also bis 2020, haben werde. Das heißt, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen kann, so in meiner Wahrnehmung, die Probleme vor allem kommunikativer Art, manchmal nach innen, zum großen Teil aber auch nach außen. Kann man das so zusammenfassen? Absolut, ja. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für ein, finde ich, sehr persönliches, ehrliches und offenes Gespräch in einer nicht schwierigen Zeit. Und in einer schwierigen Zeit. In einer schwierigen Zeit, nicht einfachen Zeit, genau. Ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch dann zu gegebener Zeit mal wiederholen können und schauen, wie es sich entwickelt hat und über was wir dann so sprechen, was die Medien so vorgegeben haben. Ja, und ich bedanke mich, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, mich ein bisschen über das Theater zu äußern. Ich fand es sehr interessant. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie fanden es auch interessant. Feedback gerne zum Beispiel via Facebook oder per E-Mail an uns. Sie finden auch die Kontakte auf unserer Internetseite. Können Sie uns gerne mal ein Feedback auch zu dieser Sendung nochmal geben. Wie gesagt, ich glaube, ganz interessant, einfach mal ein bisschen ausführlicher über solche Themen zu sprechen, und zwar mit den Leuten, die es ganz hautnah betrifft. Und das hilft ein bisschen, seine eigene Meinung zu bilden. Ob die jetzt dann ihrer entspricht oder nicht, das können wir eben nicht sagen. Aber letzten Endes glaube ich, man hat eine Möglichkeit und ein paar mehr Einblicke, die sich da ergeben. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Diese Sendung gibt es natürlich auch in unserer Mediathek. Können Sie sich gerne nochmal anschauen. Auf Wiedersehen.